Guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren. Wir haben die Mitte der Woche erreicht und ich begrüße Sie sehr herzlich zu einer neuen Ausgabe des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal am 9. September 2020. Mit folgenden Themen sind wir heute für Sie da. Einsatz. Feuerwehr und Polizei rücken zum Autounfall aus. Beistand. Büroblickwechsel als neue Hilfe bei Familienstreitigkeiten. Verkehr. Radweg auf der Salzer Straße nimmt Form an. Zu Beginn unserer Sendung berichten wir von einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Montag an der Brücke Alte Fähre ereignete. Hierbei musste das Fahrzeug aus der Elbe gefischt werden. Genauere Informationen dazu erfahren Sie jetzt. Am Montag, den 7. September 2020 gegen Nachmittag 14 Uhr ereignete sich auf der B246A zwischen Plötzky und Schönebeck auf Höhe der Brücke Alte Fähre ein Verkehrsunfall. Anhand der Spurenlage konnte rekonstruiert werden, dass eine 56-jährige Fahrerin eines Skodas aus Richtung Plötzky kommend die B246A befuhr. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug in der Rechtskurve unmittelbar vor der Brücke nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über den Radweg sowie Grünstreifen weiter gegen einen im Wasser stehenden Baum. Durch den Aufprall drehte sich das Fahrzeug und kam entgegengesetzt der Fahrtrichtung im Wasser zum Stehen. Durch Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr wurden auslaufende Betriebsstoffe im Flussbett abgebunden. Das Fahrzeug musste durch Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Fahrzeugführerin wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dies ist ein ziemlich erschütternder Verkehrsunfall. Die genauen Ursachen sind derzeit noch ungeklärt. Das Land Sachsen-Anhalt möchte sich unter dem Slogan Hashtag modern denken präsentieren. Die Firma 3DQR in Magdeburg zeigt uns nun, was modern denken für sie im Alltag bedeutet.3DQR ist ein unglaublich toller Arbeitsplatz, weil man bekommt die Möglichkeit, sich zu entfalten und Teil von Innovationen zu sein und auch Teil von der Zukunft zu sein. Versteckt im Herzen Magdeburgs befindet sich eine der modernsten Firmen Sachsen-Anhalts, die 3DQR GmbH. Ich heiße Pauline Hollert und ich arbeite als Projektmanagerin bei 3DQR. Augmented Reality ist vielseitig einsetzbar. Doch 3DQR spezialisiert sich auf Bildung, Wartung und Service sowie Vertrieb und Marketing. Den Wartungsstand einer Maschine direkt auf dem Gerät erkennen und mit Echtzeitdaten ablesen. Bildung und Schulungsinhalte attraktiver und verständlicher gestalten mit Lehrbüchern, die 3D-Visualisierungen beinhalten. Messen neu erfinden, indem Sie große Maschinen ganz einfach mitnehmen können. Die patentierte Lösung von 3DQR macht es möglich, nicht transportable Maschinen oder Fahrzeuge in ein 3D-Modell umzuwandeln und mit einem QR-Code zu vereinigen. Die Kunden erhalten demnach eine schnelle und übersichtliche Lösung und erfahren neue Wege der Präsentation. VR und AR wird meistens tatsächlich zusammengesehen. Dabei ist das Interessante an AR, dass man Informationen über die reale Welt packt. Unser Vorteil ist, dass wir eine patentierte Technologie aufweisen. Das heißt, wir verbinden die Technologie der QR-Codes mit 3D-Visualisierungen, machen daraus AR. Und der Vorteil ist, dass QR-Codes, es gibt unendlich viele QR-Codes. Die Leute wissen sofort, was sie eigentlich mit den QR-Codes machen müssen. Man muss es einfach scannen, kann die überall platzieren und dann hat man sein 3D-Modell in der realen Welt. Der Gründer und Geschäftsführer Daniel Andersson, ein gebürtiger Magdeburger, hat mit simpler Technologie und einem unausschöpfbaren Potenzial an QR-Codes den Grundstein für ein erfolgreiches System gelegt, welche der Modernisierung und Digitalisierung um Längen voraus ist. Somit ist dies nur der Anfang von etwas ganz Großem. Also ich glaube ganz fest an 3DQR und unsere Technologie und ich bin mir sicher, dass unser Unternehmen in 5 bis 10 Jahren zu einem der größten AI-Unternehmen weltweit zählen wird. Ja, und daher macht es mich stolz, dass so ein junges, innovatives und zukunftsorientiertes Unternehmen Sachsen-Anhalt und die Stadt Magdeburg vorantreibt.
3DQR. AR that simply works. Wir denken modern. Wir möchten Sie auf den aktuellen Stand halten und präsentieren Ihnen die Meldungen aus Schönebeck und Umgebung, kurz und kompakt zusammengefasst. Unter anderem erfahren Sie nun, was es mit dem deutschlandweiten Warntag auf sich hat. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Am Donnerstag, den 10. September 2020, wird um 11 Uhr ein bundesweiter Probealarm stattfinden. Der Warntag ist der erste seiner Art seit der Wende. Sachsen-Anhalts Innenstaatssekretärin Anne Poggemann wird dazu die integrierte Leitstelle des Salzlandkreises in Staßfurt besuchen. Anschließend werden sie und Landrat Markus Bauer die symbolische Auslösung des Sirenenproberufes übernehmen. Trotz Regen war auch die letzte Vorstellung der Komödie Funny Money im Barbier Schlosspark am 30. August 2020 ein großer Erfolg. 5 nahezu ausverkaufte Nachmittagsveranstaltungen und eine gut besuchte Abendveranstaltung sind die Bilanz des Komödiensommers 2020. Die neuen Darsteller und Initiator Stefan Wapenhans begeisterten das Publikum, das aus dem gesamten Salzlandkreis und weit darüber hinaus anreiste. Über den Verkauf von Programmheften und Barspenden wurden mehr als 700 Euro eingenommen. Das Geld soll an die Barbier Grundschule und an das Winky Camp, ein Kulturprojekt für Kinder, gehen. Initiator Stefan Wapenhans freut sich bereits auf die Komödie im nächsten Jahr. Man kann gespannt sein, was er und sein Team sich für das nächste Jahr überlegen. Regina und Heinz Kotrebar feierten vergangenes Wochenende vom 5. bis zum 6. September 2020 ihre goldene Hochzeit. Die Prezinerin und ihr Mann, der ursprünglich aus Gommern stammt, fahren leidenschaftlich gern mit dem Rad. Mehr als 13.000 Kilometer legte Heinz Kotrebar mit seinem Fahrrad zurück. Zu den Gratulanten zu ihrem 50-jährigen Jubiläum gehörte unter anderem Oberbürgermeister Bert Knoblauch. Das Team des Elbe-Kanals wünscht den Eheleuten alles Gute für ihre Zukunft. Am vergangenen Samstag, den 5. September, begann für die Männer der Union 1861 Schönebeck im Kegeln das Viertelfinale des Kreispokals. Die Union gewann mit 2708 zu 3084 gegen den Tschakstädter SV. Am Sonntag, den 6. September, stand dann auch schon das Halbfinale gegen den SV Salzland Staßfurt an. Auch dies gewann die Union 1861 Schönebeck knapp mit 3073 zu 3154. Damit ziehen sie verdient in das Finale im Oktober ein. Am Donnerstag, den 3. September 2020, führte die Landespolizei Sachsen-Anhalt einen landesweiten Radverkehrssicherheitstag durch. Neben Kontrollen führte die Polizei Fuß- und Fahrradstreifen durch. Es wurden jedoch auch themenbezogene Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern geführt. Insgesamt waren 276 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz. Unter anderem wurden 13 vorschriftswidrige Nutzungen des Mobiltelefons beim Radfahren und 16 technische Mängel an Fahrrädern festgestellt. Der Salzlandkreis meldet einen weiteren positiv auf den neuartigen Coronavirus getesteten Fall. Nach Angaben des Gesundheitsamts handelt es sich um eine Person aus Schönebeck. Diese Person wurde im Rahmen der Kontaktverfolgung eines früheren Falls getestet. Sie befindet sich aktuell in häuslicher Quarantäne. Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie 87 positiv getestete Corona-Fälle im Salzlandkreis registriert. 42 Kinder aus Kalbe sowie den Ortsteilen starteten am Samstag, den 29. August 2020, bei sonnigem Wetter in einen neuen Lebensabschnitt. Die Lessing-Grundschule führte 3 Einschulungsfeiern unter Berücksichtigung der pandemiebedingten Auflagen durch. Insgesamt 226 Schülerinnen und Schüler besuchen in diesem Schuljahr die Klassenstufen 1 bis 4 der Lessing-Grundschule in der Saalestadt. Dafür wurden 12 Klassen gebildet. Nach derzeitigem Stand läuft der Betrieb bereits nach wenigen Tagen geordnet und routinemäßig. Zur Durchführung der Baumaßnahmen für das Radverkehrsprojekt Salzer Straße ist es notwendig, den Kreuzungsbereich Salzer Straße, Böttcher Straße und Tischler Straße für den Fahrzeugverkehr im Zeitraum vom 31. August bis zum 25. September 2020 voll zu sperren. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert.
Im Zeitraum vom 17. September bis zum 21. September kommt es zu einer halbseitigen Sperrung der Salzer Straße aufgrund von Markierungsarbeiten. Es wird um Verständnis und Beachtung gebeten. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Dorit Zinkemoy wagt den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit und eröffnete am 4. September 2020 ihr neues Büro Blickwechsel. Hier möchte sie vor allem Familien in schwierigen Situationen Beistand leisten und Kindern vor Gericht eine Stimme geben. Was genau dies bedeutet, erfahren Sie jetzt. Mit geladenen Gästen wie den Oberbürgermeister Bert Knoblauch, dem Landrat Markus Bauer oder der Fachbereichsleiterin für Soziales, Familie und Bildung Anke Meyer eröffnete Frau Dorit Zinkemoy ihr Büro Blickwechsel im Hause des Rückenwind e.V. In der neu entdeckten Selbstständigkeit versteht sie sich als Anwältin der Kinder und vertritt deren Meinungen als Verfahrensbeiständin oder als begleitenden Umgang, der die Kinder unterstützt, wenn die Eltern diese aus dem Blick verlieren. Nicht nur die vielen Jahre Erfahrung zeichnen Frau Zinkemoy aus, sondern auch der Zugang zu den Kindern. Wenn Eltern Schwierigkeiten haben, mit ihren Kindern Kontakt zu knüpfen und die Situation es nicht hergibt, kann man Frau Dorit Zinkemoy um Rat und Hilfe bitten. Was mich auszeichnet, ist vielleicht der Zugang zu den Kindern. Dass ich nicht nur mich mit ihnen hinsetze und rede, sondern dass ich ihnen anbiete, dem Sorgenfresser ihre Wünsche zu erzählen. Dass ich ein Buch habe, zum Beispiel das Buch von dem kleinen Orange, was Sie draußen schon gesehen haben, was Kindern gut vermittelt oder noch besser Eltern vermittelt. Eigentlich müsste es Pflichtlektüre für Eltern sein, wie wichtig beide Elternteile in der Regel für Kinder sind. Es gibt ganz unterschiedliche Methoden, die ich weder erfunden habe noch die neu sind, die ich aber sehr konsequent anwende, wenn ich in Kontakt mit Kindern bin. Mit jahrelanger Erfahrung als Diplom-Sozialpädagogin im Jugendamt oder als stellvertretende Leiterin des Vereins Rückenwind kann sie Kindern als Verfahrensbeiständin eine Stimme vor Gericht geben. Wenn Familien sich nicht einig werden und der Umgang mit den Kindern eingeschränkt werden soll, veranlasst ein Familiengericht einen Verfahrensbeistand. Dorit Zinkemoys Job ist herauszufinden, was sich die Kinder wünschen und zu beraten, wenn die Eltern seit Jahren in hochstrittigen Konflikten verzwickt sind. Diese Beratung orientiert sich hauptsächlich an dem Kindeswohl und versucht dieses dann zu vermitteln. Mit dem Büro im Gebäude des Rückenwind e.V. ist dies nur ein weiterer Vorteil. Na, die Besonderheit ist hier, dass ich überhaupt das Büro bei Rückenwind anmieten konnte. Ich bin ja Rückenwind sehr verbunden, weil wir 10 Jahre schon zusammengearbeitet haben. Und das passt gut in die Angebote, die Rückenwind sonst hat, ja, wie das die Lerntherapie oder den Täter-Opfer-Ausgleich oder das Zentrum für alternatives Lernen. Es gibt ja die Schulsozialarbeitsprojekte. Ich glaube, da gibt es ein gutes Zusammenspiel. Ich passe also mit meinem Beratungsangebot hier sehr gut rein. Es ist zudem, das Gebäude ist gut erreichbar, liegt direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Es gibt ein paar Parkplätze ringsherum. Es ist gut erreichbar und ich glaube, man spricht ja mal so ein Wort Alleinstellungsmerkmal, ne? Macht es möglich, dass ich anders als im Angestelltenverhältnis bei Bedarf auch in den Abendstunden oder an den Wochenenden eben tätig werden kann. Doch auch die beste Beraterin braucht selbst ein bisschen Unterstützung. Denn aus einem festen Arbeitsverhältnis und einem gut funktionierenden Team auszutreten, war kein leichter Weg in die Selbstständigkeit für Dorit Zinkemoy. Ja, in erster Linie hatten mich meine Familie und haben mich Freunde unterstützt und mir immer wieder Mut gemacht, weil es ist ja doch keine ganz einfache Entscheidung. Es gab fachliche Unterstützung auch von ehemaligen Kolleginnen und Kollegen. Leider keine Unterstützung aus behördlicher Sicht. Aber ich glaube und ich bin da ganz optimistisch, dass ich auch von den Familiengerichten, wie gesagt, als Verfahrensbeiständin bestellt werde. Und mir ist es ja gelungen, oder uns gemeinsam mit dem Jugendamt eine Vereinbarung zu schließen, dass ich eben auch von dem Jugendamt beauftragt werden kann und Familien auch hierüber meine Unterstützung in Anspruch nehmen dürfen. Es verspricht also noch Großes, auf das Büro Blickwechsel und Frau Dorit Zinkemoy zuzukommen.
Dies war der erste Teil des Regionalmagazins hier im Elbe-Kanal und wir legen nun eine kurze Werbepause ein. Bleiben Sie dran, denn gleich danach sind wir wieder für Sie da. Qualität, die sich bewährt. Die Fleischerei Berner aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Die Angebote in dieser Woche: Kraftfleisch 100 Gramm zu 1,15 Euro, Kotelett mit Knochen 100 Gramm zu 80 Cent, Kotelett ohne Knochen 100 Gramm zu 85 Cent und Jägerpfanne 100 Gramm zu 90 Cent. Aufgepasst, bei uns ist jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Und für einen noch bequemeren Einkauf können Sie bei uns ab sofort auch mit Ihrer EC-Karte zahlen. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Staßfurt, besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Installationsprobleme oder ein Virus zerstört Ihre Festplatte? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel. Ab sofort in der Republikstraße 35 in Schönebeck. Schönebeck. Eine Stadt voller schöner Orte, Geschehnisse und Veranstaltungen. Über das alles sind Sie nun bestens informiert mit dem Schönebecker Stadtmagazin Salzperle. Informative und spannende Themen rund um die Stadt an der Elbe erwarten Sie. Die Salzperle erhalten Sie in verschiedenen Geschäften in Schönebeck. Natürlich auch hier bei uns bei der Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 in Schönebeck. Die Salzperle ist für Sie kostenlos und erscheint alle 2 Monate neu. Darüber hinaus finden Sie auf der Webseite www.salzperle.de weitere interessante Einblicke in die Stadt Schönebeck und ihre Umgebung. Die Salzperle, das Schönebecker Stadtmagazin. Wenn es um Erdgas und Strom geht, ist die Erdgas Mittelsachsen GmbH Ihr vertrauter Partner in Schönebeck. Mit unserem Kundenzentrum Energiebündel in der Karl-Marx-Straße 18 haben Sie einen zentralen Anlaufpunkt in der Elbestadt. Ob im persönlichen Gespräch, per Telefon oder E-Mail, unsere freundlichen und kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern in allen Energiefragen. Günstiges Erdgas und günstigen Strom, flexibel oder mit langfristiger Preisgarantie. Am besten beides von EMS. So sichern Sie sich zudem unseren jährlichen Kombibonus von bis zu 40 Euro. Nach einer langen Corona-bedingten Zwangspause meldet sich das Steakhouse Los Gauchos endlich wieder zurück. Egal ob leckere Steaks vom Grill oder frisch zubereitete Reis- und Nudelgerichte. Im Restaurant in der Friedrichstraße ist für jeden etwas dabei. Für den Mindestabstand zwischen den Tischen sowie weitere eingerichtete Hygienemaßnahmen wurde bereits gesorgt, sodass Sie sich in einer entspannten Atmosphäre kulinarisch verwöhnen lassen können. Auch der liebevoll gestaltete Außenbereich ist für Sie wieder hergerichtet, sodass Sie bei schönem Wetter mit einem Erfrischungsgetränk die leckeren Speisen genießen können. Das Team vom Steakhouse Los Gauchos freut sich auf Ihren Besuch. Frisuren neu erleben, das können Sie bei dem Team von Salon Matthias im Breiteweg 54, denn wir machen mehr aus Ihrem Typ. Sie brauchen schnell mal ein Passbild?
Kein Problem. Die Elbe Medienproduktion GmbH in der Bahnhofstraße 5 hilft Ihnen gern weiter. Egal ob für Ihren Personalausweis, Führerschein, Reisepass oder Ihre Gesundheitskarte. Wir versprechen Ihnen ein optimales Passbild und einen freundlichen, schnellen und unkomplizierten Service zu einem günstigen Preis. Und sollten Sie später noch einmal einen Abzug Ihres Fotos benötigen, so bekommen Sie diesen schon ab 2 Euro. www.elbemedien.de. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBBTV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBBTV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD. Sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm. Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Es ist Mittwoch, der 9. September 2020 und ich begrüße Sie sehr herzlich zurück zum Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal. So ein mancher Fahrradfahrer mag sich womöglich schon darüber aufgeregt haben, die Salzer Straße hier in Schönebeck nicht von beiden Seiten befahren zu können. Dies soll sich demnächst ändern. Und die genauen Bauplanungen erfahren Sie jetzt. An der Salzer Straße Ecke Tischler und Böttcher Straße in Schönebeck wird seit dem 31. August 2020 gebaut. Voraussichtliches Bauende soll der 25. September 2020 sein. Der Bau wird von der Horst Grüning GmbH mit Sitz in Pretzin durchgeführt. Finanziert wird das Projekt von städtischen Haushaltsmitteln und Fördergeldern. Der Fußgängerverkehr bleibt während des Baus bestehen. Bisher hatte die Salzer Straße zwei Spuren für den Fahrzeugverkehr. Die Radfahrer kamen dabei etwas zu kurz. Für den Radverkehr gab es nämlich keine Extraspur, sodass sie die Einbahnstraße nicht in Richtung Bad Salzelmen befahren konnten. Einige Radfahrer widersetzten sich dem und riskierten ein Bußgeld. Mit dem Umbau der Salzer Straße soll dies verhindert und mehr für den Radverkehr in Schönebeck getan werden. Der Plan der Stadt ist, die Salzer Straße einspurig für den Fahrzeugverkehr zu gestalten. Die zweite Spur wird für PKWs gesperrt und zukünftig nur für Radfahrer nutzbar sein. In die nächste Bauphase geht es am 17. September 2020, was mit einer halbseitigen Sperrung der Salzer Straße bis zum 21. September 2020 einhergeht. Grund dafür sind Markierungsarbeiten. Anschließend wird die Salzer Straße an der Ecke Friedrichstraße, Bahnhofstraße, Köthener Straße ebenfalls für 4 bis 5 Tage gesperrt. Autofahrer müssen momentan längere Wege ins Stadtzentrum und Bewohner den Lärm der Baumaschinen in Kauf nehmen. Nach Abschluss der Bauarbeiten hat Schönebeck jedoch etwas für das Radstreckennetz in der Stadt getan und dies lohnt sich für alle. Wir haben wieder einige Events aus Schönebeck und Umgebung für Sie zusammengestellt. In unseren Veranstaltungstipps weisen wir unter anderem auf den Bücherflohmarkt der Stadtbibliothek Schönebeck hin und weitere Tipps erhalten Sie jetzt. Er
erleben Sie vom 11. bis zum 13. September 2020 die 5. Auflage der Cycle-Tour auf der 60 Kilometer langen Strecke von Schöningen bis nach Magdeburg, wahlweise auch die 100 Kilometer Strecke von Braunschweig aus, kämpfen 1000 Radsportler um den Sieg. Mit dem Team Schönebeck Weltrad, zu denen René Wölfer und 6 weitere Sportler zählen, sind auch Teilnehmer aus der Region dabei. Die Rennschnecken aus Barbie wollen die 60 Kilometer Strecke bezwingen und vertreten bei der Cycle-Tour ebenfalls die Region. Anlässlich eines Gedenkfestes findet am Sonntag, den 13. September 2020 ab 17 Uhr ein Konzert in der St. Jakobi-Kirche in Schönebeck statt. Dort können Interessenten dem Klang von Clara vom Querenberg aus Erfurt unter anderem mit Gesang, Harfe und Glockenspiel lauschen. Grund für das Fest ist das 25-jährige Bestehen des Gemeindezentrums St. Jakobi. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende gebeten. Mit Haube, Rock und Schürze steht sie da und erwartet ihre Gäste. Isolde Hochschilling. Für ihre Gästeführung hat sie sich die Figur Salzline erdacht. Die kurzweilige Führung nimmt interessierte Besucherinnen und Besucher der Stadt am 14. September ab 15 Uhr mit durch die Straßenzüge Bad Salzelmens. Vorbei geht es an den Standorten der ehemaligen Edelhäuser einstiger Fenner, der Stadtmauer, dem Marktplatz und weiteren sehenswürdigen Orten. Für die Teilnahme ist keine Voranmeldung erforderlich. Sie ist auch für Gruppen buchbar und wird jeweils 1,5 Stunden dauern. Aufgrund des Regeninteresses bietet der Solepark wieder Führungen über den St. Gertrauden-Friedhof an. Der nächste Rundgang findet am Freitag, den 18. September 2020 um 19 Uhr statt. Treffpunkt ist die Reha-Klinik Bad Salzelmen. Von dort aus geht es dann zum St. Gertrauden-Friedhof. Für Gruppen ab 10 Personen wird um eine Voranmeldung im Kunsthof Bad Salzelmen oder telefonisch unter 03928 70 55 55 gebeten. Einen Abend mit handgemachter Musik erleben Sie am Samstag, den 19. September 2020 um 19 Uhr im soziokulturellen Zentrum Treff in Schönebeck. Dort tritt nämlich das Duo Hin und Her aus Barbie auf. Die 2013 gegründete Band spielt deutsche Songs aus verschiedenen Genres. Die Karte kostet 8 Euro und kann unter der Telefonnummer 03928 67 52 2 oder unter der Mailadresse info@skz-treff.de vorbestellt werden. Es wird um eine Zahlung im Voraus gebeten, da die Karten und Platzanzahl auf 34 Personen beschränkt sind. Die Maskenpflicht gilt auf dem Weg zum Platz, dort angekommen darf die Maske aber abgenommen werden. Am 19. und 20. September 2020 können Besucher hautnah die Arbeiten der im Industrie- und Kunstmuseum Schönebeck eingemieteten Künstler bestaunen. Das Immuset veranstaltet nämlich einen Tag des offenen Ateliers. Neben ihren Arbeiten zeigen die Künstler Elfi Nitze und die Mitglieder des Kunstzirkels um die Künstler Christa Röder und Dieter Löwicht auch die Örtlichkeiten, an denen ihre Kunstwerke entstanden sind. Besuchen Sie eines der markantesten Gebäude in Bad Salzelmen, die Johanneskirche, auf einen Rundgang am Donnerstag, den 24. September 2020. Die Führung beginnt um 16.30 Uhr und startet am linken Seiteneingang der Kirche. Terminabsprachen können unter der Telefonnummer 03928 70 55 58 getätigt werden. Die Stadtbibliothek Schönebeck lädt herzlich zum Bücherflohmarkt ein. Ausgesonderte Medien können zu 1 Euro während der regulären Öffnungszeiten erworben werden. Montag von 10 bis 12 und von 13 bis 18 Uhr. Dienstag und Donnerstag von 13 bis 18 Uhr. Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr. Die Aktion dauert so lange der Vorrat reicht. Wünsche zur Hinterlegung sind per E-Mail an stadtbibliothek@schönebeck-elbe.de oder telefonisch unter 03928 65 69 9 möglich. Musik.
Zu guter Letzt werfen wir noch einen Blick auf die Wetteraussichten von Donnerstag bis Samstag. Unerwarteterweise können wir wieder mit wärmeren Temperaturen und viel Sonnenschein rechnen. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Die Hälfte der Woche ist geschafft und damit begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau der kommenden 3 Tage. Während uns der Donnerstag in den Morgenstunden noch mit reichlich Sonnenschein beglückt, müssen wir uns zum Nachmittag hin auf leichte Wolken einstellen. Die Temperaturen liegen dabei zwischen 14 und 20 Grad. Der Freitag beglückt uns mit ganzen 11 Sonnenstunden und kaum einer Wolke am Himmel. Währenddessen steigen die Temperaturen von 9 bis auf 22 Grad an und es bleibt voraussichtlich trocken. Doch das Wetter am Samstag legt noch eine Schippe drauf. Mit sonnigen 11 bis 26 Grad wird es zunehmend wärmer und wir können weiterhin mit trockenen Verhältnissen rechnen. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen eine angenehme Restwoche. Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Mit diesen sonnigen Aussichten verabschiede ich Sie, werte Damen und Herren, in den Abend und wünsche Ihnen eine angenehme Restwoche. Dies war das Regionalmagazin hier im Elbe-Kanal mit Hanna Hartmann.